Okay. Also ich lese mal vor, ich kann ja vorlesen, netterweise hier. Kollas wurde besiegt und mit ihr starb auch der letzte Einfluss von Sarimbok. Dein Ziehvater Gurion wurde gerecht, mit Ausnahme eurer Freundin Imuen gehen diejenigen, die euch geholfen haben, die Pläne eures Halbbruders zu durchkreuzen, auseinander, um sich wieder dem eigenen Leben zu widmen. Zum ersten Mal, seit ihr Kernsboden verlassen habt, könnt ihr über die wunderlichen Wendungen nachdenken, die euer Leben genommen hat. Obwohl ihr von den Herrschern von Baldur's Tor gefeiert werdet, hat euch eine gewisse Unruhe überkommen. Ihr könnt nicht vermeiden, die Gerüchte und das Gemunkel darüber zu vernehmen, dass in euch dasselbe dunkle Blut fließt wie in Sarimbok. Manche behaupten, dass ihr euren Halbbruder nicht aus Sorge um die Stadt getötet habt, sondern um seinen Platz einnehmen und so seine Macht erhalten zu können. Für den Augenblick gehen jedoch die Stimmen eurer Ankläger in der ständig wachsenden Zahl anderer Unmutsbekundungen unter. Jeden Tag treffen mehr Flüchtlinge vor den Stadttoren ein, die von den Schergen von Kela Argent und aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Viele erzählen Geschichten über die Gnade der strahlenden Dame, einige jedoch berichten von den Untaten ihrer Anhänger. 10 Tage nach dem Sieg über Kollas zieht ihr euch beunruhigt in euren Gemächern den Herzogspalast zurück. Ihr fragt euch, welchen Einfluss diese Kreuzung auf Baldur's Tor haben wird, ohne auch nur zu ahnen, wie nahe ihr der Antwort seid. Fertig. Hey, you awake? It's me, Imogen. Hey, Benno, ihr seid ihr wach? Ich bin nur Imoen. Was ist? Alles in Ordnung? Ich bin jetzt wach. Ich weiß, wer ihr seid. Nein, ich bin nicht wach. Ich bin jetzt Good. wach. I need to talk about what's going on. Gut, ich will darüber reden, was hier vor sich geht. Maybe I'm just jumpy because of what's been going on in the city. There's so many people here running from that crusade in the north. I thought I heard noises outside my room. I was worried something was happening. Vielleicht bin ich nur nervös wegen dem, was in der Stadt los ist. Es gibt so viele Leute hier, die vor diesem Kreuzzug im Norden davonlaufen. Ich dachte, ich hätte Geräusche von meinem Zimmer gehört. Ich hatte Angst, dass etwas passiert. Wir haben in letzter Zeit viel durchgemacht, aber wir haben uns durchgesetzt. Wir können jetzt nicht der Angst zum Opfer fallen. Wir sind im Werkzeugspalast. Wenn etwas Schlimmes passiert, ist es der sicherste Ort, an dem wir sein können. Geräusche? Was für Geräusche? Footsteps, maybe muttering. It was probably just a servant. Hells, now I feel silly. Vielleicht Schritte, Gemurmel. Es war wahrscheinlich nur ein Diener. Hören, jetzt fühle ich mich albern. Wait, there it is again. Did you hear that? Warte, da ist es schon wieder. Habt ihr das gehört? I'm gonna go check it out. Ich werde mir das mal ansehen. Okay, wir haben. Warum sind wir immer noch in Kapitel? Sarimbok's Geheimnis. Mein gestohlenes Vermögen. Ich sollte im Keller des Herzogspalastes nach Schatzmeister Ophils suchen. Ja, weil alles weg ist. Okay, Zeug ist ein bisschen weg, Inventar ist leer, ich bin ganz alleine. Zum Glück habe ich noch ein Schwert. Auf jeden Fall, wenn ich einen Stufenaufstieg kriege, werde ich mal Dual-Wielding skillen. Aber ja, den Reichtum, den ihr angehäuft habt, seit ihr Kerzenburg verlassen habt, wurde von Schatzmeister Ophidis im Palastkeller aufbewahrt. Gegen Vorlage dieser Quittung, akribisch auf Weinberger Main festgehalten, könnt ihr euer Gold abheben. Am Ende der Quittung steht eine persönliche Nachricht. Ich grüße euch, Benuir. Da ich nichts Gegenteiliges hörte, gehe ich davon aus, dass die Truhe, die ich in eurem Gemach bringen ließ, damit ihr die Ausrüstung eurer Gefährterin verstauen könnt, gute Dienste leistet. Lasst es mich bitte wissen, falls nicht, dann werde ich euch umgehend eine neue zusenden. Grüße, O. Ihr braucht nur zu fragen. Und ja, hier ist alles drin, was die anderen im Inventar hatten. Also ja, da kann ich von hier aus meine Leute ausrüsten. Also wenn ich neue habe. Dieses bequeme Bett bietet einen Luxus, wie ihr ihn in Kerzenburg nie gefunden habt. Ich finde es lustig, dass die Treppe nach unten hier ist.
Something's happening. There are people here. Help me. Keep back. I'm warning you. Come any closer and I'll cut her down. The hero is here. Take him. Your filthy lineage right out of the realms. I'll have you dead. Are you here? The palace is under attack and oh hells. Wenn ihr seid hier, der Palast wird angegriffen und oh nein. Noch eine Wache, schaltet sie schnell aus. You all right? Geht es euch gut? Ich werde es überleben, doch meine Freundin Emoin braucht Hilfe. Wer seid ihr? Das können wir später besprechen. Wir müssen weiter hier. Hier könnten noch mehr Attentäter sein. Wer seid ihr? Forgive me. I'm Shale Corwin, Captain, Flaming Fist. Enemy forces penetrated the palace. I tried to reach you before they did, but... Vergib mir, ich bin Shale Corwin, Hauptmann Flammender Faust. Feindliche Truppen haben den Palast betreten. Ich habe versucht, euch zu finden, bevor sie es taten, aber nun ja. Ihr habt getan, was ihr konntet und dafür danke ich euch. Sind alle anderen in Sicherheit? Mein Freund ist verletzt. Die Geschichte würde ich mir gerne anhören, wenn meine beste Freundin nicht den Tod ins Auge sehen würde. Wie ich sehe, ist die traurige Tradition der Inkompetenz der Flammenden Faust in guten Händen. Nein, so gehen wir da nicht vor. Mein Freund ist verletzt. Fenster, the palace cleric, is working his way up, assisting the wounded as he goes. Fenster? My friend doesn't look too bad. Der Palastkleriker heißt Fenster, bahnt sich einen Weg nach oben und hilft unterwegs den Verwundeten. Eure Freundin sieht nicht allzu stimmt zugerichtet aus. Nein, lieber nicht das Risiko eingehen. Ich werde Fenster suchen und ihn hier hochbringen. Imrin, are you here, girl? She is here, Grand Duke Janath. But she needs help. Let me see her. Fenster and the other healers are dealing with the wounded downstairs. I've some knowledge of the healing arts and a few potions. Perhaps I can be of assistance. Fenster und die anderen Heiler kümmern sich um die Verwundeten unten. Ich kenne mich ein bisschen mit Heilung und Trinken aus. Vielleicht kann ich helfen. Herzogin Janata, was hat das alles zu bedeuten? Mir tut alles, was in eurer Macht steht, um Imoin zu helfen. Und lasst mich wissen, was ich tun kann, um zu helfen. Ich brauche eure Hilfe nicht. Ich weiß, was hier vorgeht. Was hat das zu bedeuten? Several assassins managed to penetrate the palace. Some guards stumbled upon them and raised the alarm. A handful of the attackers were slain. The rest scattered through the building, finding their way to you and wounding my apprentice. Mehrere Attentäter haben versucht, den Palast zu infiltrieren. Dabei sind sie auf Wachen gestoßen, die Alarm geschlagen haben. Eine Handvoll der Angreifer wurden niedergestreckt. Der Rest hat sich im Gebäude verteilt und dabei meine Schülerin verwundet. The assassins' blades are coated with a mystic poison. But I believe I can save her. Die Klingen der Attentäter wurde in ein geheimnisvolles Gift getränkt, doch ich glaube, dass ich sie retten kann. Wie kann ich helfen? Ihr glaubt, könnt ihr nicht etwas Ermutigenderes sagen? Wie kann ich helfen? The best thing you can do right now is accompany Captain Corwin downstairs and ensure the palace is secure. Das Beste, was ihr jetzt tun könnt, ist Hauptmann Corwin nach unten zu begleiten und den Palast zu sichern. Of course, m'lady. I'll give you a moment to recover yourself and await you on the second floor. Aber natürlich. Oder ich einen Moment ausbreite, ich erwarte euch dann im ersten Stock. Das hier ist wohl Imoins Truhe. Imoin liegt noch auf dem Boden, ihre Brust hebt und senkt sich, sie lebt. Das ist alles, dessen ihr euch sicher sein könnt. Fürs Erste muss das reichen. Geschichte von Tiefwasser. Und anderes Zeugs. Neue Heiltränke, ein neues magisches Geschoss. Was steht hier? Auf diesem gefallenen Pergament befindet sich ein äußerst akkurates Abbild des Gesichts von Benno, ihr Held von Baldur's Tor. Ich hole jetzt mal die Container wieder aus dem Ding hier. Also wenigstens die Container sollte ich mitnehmen. So,
So, und dann können wir nach unten gehen. Oh. Two arms. There are more assassins about. Das sind nicht gerade die besten Meuchelwörter, muss ich sagen. Is that all of them? War das alle? Das spielt keine Rolle, wenn es noch mehr gibt, werden auch sie sterben. Der Rat will wissen wollen, wie es euch geht. Wir sollen jetzt nach unten gehen. Gehen wir. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, noch eine Weinflasche. Wer hätte es gedacht, noch eine Weinflasche. Und Pfeile, die mir selber gerade nichts bringen. Und die Geschichte des Nordens, die auch nicht wirklich interessant ist. So, dann gehen wir mal weiter nach unten. Let us begin. You know your host, Duke Belt, and Grand Dukes L10 and N-Tar Silvershield, I believe. Lass uns beginnen, Benno, hier. Ihr kennt euren Gastgeber, Herzog Belt, und die Großherzöge Eltern und N-Tar Silvershield, glaube ich. N-Tar ist doch tot, dachte ich. Ich freue mich zu sehen, dass ihr alle Leben und bei besserer Gesundheit seid. Heute Nacht haben Meuchelmörder versucht, mich umzubringen. Sparen wir uns die Höflichkeit. Großherzog Silberschild wurde dir nicht verzeiht. Mir sollte das zacklos kriegen. Wurde dir nicht getötet? Ich kenne sie. Wer ist die junge Dame? Wurde dir nicht getötet? It took all of their skills to restore me to life, but we are not here to discuss my health. Es bedurfte aller Fähigkeiten vom Fenster, um mein Leben wiederherzustellen, aber wir sind nicht hier, um über meine Gesundheit zu diskutieren. What do you know of the so-called Shining Lady, Kalar Argent? Was wisst ihr über die sogenannte strahlende Dame Kalar Argent, Benoir? Nicht so viel wie der Kommandant der flammenden Faust, würde ich schätzen. Mit dem, was ich weiß und zwei Münzen, könnte ich ein Bier in der leuchtenden Laterne kaufen. Warum fragt ihr? I examined the body of one of the assassins. The sun cresting the horizon was branded upon his forearm. Ich habe die Leiche der Attentäter untersucht. Auf seinem Unterarm war das Bild einer Sonne am Horizont eingebrannt. The symbol of Kalar Argent and her cursed crusade. Das Symbol von Kalar Argent und ihrem verfluchten Kreuzzug. Der Kreuzzug ist am Baldur's Tor. Ich dachte, sie wären nördlich des Windlaufs aktiv. Die hatten die das Kreuzungsanführer ganz bezahlt. Die Reihenführer muss ebenfalls bezahlen. Nehmen wir die Eins. They were. Something has changed. Ja, etwas hat sich verändert. The Crusade has disrupted trade all along the Sword Coast. Hundreds, thousands have been driven from their homes, their fields and storehouses ransacked. Der Kreuzzug hat den Handel entlang der gesamten Schwertküste unterbrochen. Hunderte, Tausende wurden aus ihren Häusern vertrieben, ihre Felder und Lager geplündert. Some weeks ago, we dispatched 100 Flaming Fists to join with soldiers of Waterdeep and Daggerford and march on Kalar's stronghold, Dragonspear Castle. Vor einigen Wochen haben wir 100 flammende Fäuste entsandt, die zusammen mit Soldaten aus Tiefwas und Durchfurt gegen Kalars Festung marschieren sollten, Burg Drachenspeer. Won't be enough. The Crusade's ranks have swelled. After the Iron Crisis, the fists are already stretched perilously thin. Even so, we're sending every sword we can muster north. Das wird nicht reichen. Die Reihen des Kreuzzugs sind gewachsen. Nach der Eisenkrise sind die Fäuste schon gefährlich überdehnt. Trotzdem schicken wir jedes Schwert, das wir auftreiben können, nach Norden. Wir möchten, dass ihr euch ihnen anschließt. Der Held von Baldur's Tor ist erneut berufen, die Stadt zu verteidigen. Ich bin bereit, auf den Ruf zu antworten. Ich bin fast gestorben bei dem Versuch, es vor Sarivok zu retten. Warum sollte ich das Schicksal und den Tod noch einmal herausfordern? I took this parchment from one of the assassin's bodies. It is a passable likeness of you. I think you'll agree. Ich habe dieses Pergament bei einem Datentäter gefunden. Es hatte verblüffende Ähnlichkeit mit euch. Da werdet ihr mir zustimmen. Ich habe so etwas gefunden. Ich war also das Ziel der Attentäter. Ein Erinnerungsstück wie zauberhaft. Etwas, das uns die Nacht immer in Erinnerung halten wird, als ob die Leichen das mutig genug wären.
Der Kreuzzug hat es auf mich abgesehen, dann sei es so. Wann bricht die Drachenspeer-Expedition auf? Wann ihr bereit seid, euch anzuschließen. I know the whereabouts of your old allies. Some of them anyway. The captain here can escort you to them. Ich kenne den Aufenthalt eurer Verbündeten, zumindest von einigen. Der Hauptmann hier kann euch zu ihnen bringen. Hauptmann Corwin, ich kenne keinen besseren Begleiter. Also gehen wir zur nächsten Taverne, nehme ich an. Da es heute Nacht bereits einen Anschlag auf mein Leben gab, werde ich es erlauben. Nehmen wir die zwei. Mehrere, wenn ihr es wünscht. Ich warte an der Haupttür auf euch. Kommt zu mir, wenn ihr soweit seid. You're doing Baldur's Gate a great service. We'll not forget it. Ihr erweist Baldur's Gate einen großen Dienst, Bedouin. Das werde ich nicht vergessen. Ah, Ski. Ihr habt den Palast gesichert, doch der Kreuzzug bleibt eine Bedrohung. Ja, aber ich würde sagen, wir speichern erst einmal. Das wäre jetzt Let's Play 002 in der Dragonspear-Kampagne. Und dann machen wir hier einen Cut und sehen uns gleich wieder.